Frau Professor, herzlichen Dank, dass Sie sich noch einmal für unsere Reihe Zeit nehmen. Wir haben ja vor der Pandemie schon ein Gespräch geführt. Jetzt wollen wir natürlich eigentlich einmal den Bezug zu der Pandemie herstellen, wenn es um Klima und ökologische Problematiken geht, beziehungsweise auch schon ein bisschen den Blick werfen in Richtung, was passiert denn danach. Aber fangen wir vielleicht einmal damit an, nochmal kurz die Zusammenfassung: Klimawandel, Klimakrise, ökologische Problematik, vielleicht dann nochmal den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Wir befinden uns im Hochsommer und die Menschen, glaube ich, bringen da immer ganz gerne ein paar Dinge durcheinander. Können wir jetzt einmal einsteigen, Frau Professor? Ja, danke für die Einladung. Ja, das Wetter ist sozusagen das, was tagtäglich geschieht. Und wenn man das über eine gewisse Zeit sich anschaut, wie häufig tritt was auf, was tritt im Durchschnitt auf, dann reden wir vom Klima. Und dieses Klima verändert sich, das heißt, es ändert sich natürlich damit auch das Wetter. Ein einzelner extrem heißer Tag macht noch keinen Klimawandel, aber eine Abfolge, die immer wieder auftritt, wo es jedes Jahr immer wieder ein bisschen mehr höhere Temperaturen gibt oder heißere Tage gibt, das ist dann ein Zeichen des Klimawandels. Und auch Unwetter stehen natürlich in Zusammenhang mit Klima und mit Klimawandel. Wärmere Luft kann mehr Feuchte enthalten und das heißt, es kann auch beim einzelnen Gewitter mehr Wasser herunterkommen. Und das heißt, die Unwetter können extremer werden. Muss nicht jedes Unwetter extremer sein, aber es kann extremer sein und das beobachten wir tatsächlich. Und dann gibt es immer wieder die Leute, die sagen, ja, aber der Großvater hat auch schon davon erzählt und so. Ja, natürlich, das waren damals die außergewöhnlichen Ereignisse, die deswegen auch erzählt wurden, weil sie so außergewöhnlich waren. Und jetzt werden die halt immer häufiger und zum Teil auch extremer. Wir messen also Temperaturen in Österreich, die wir sonst in Österreich nicht gemessen haben. Und das ist ein Zeichen des Klimawandels. Ich glaube, das ist inzwischen anerkannt und wird auch verstanden, dass sich tatsächlich etwas sozusagen an dem Hintergrund, vor dem sich das Wetter abspielt, verändert. Vielleicht noch mal ganz kurz, damit wir nämlich dann auch den Bezug zur Pandemie auch hinbekommen. Der Mechanismus, Treibhausgasemission, Erwärmung sozusagen, dann vielleicht, wer sind denn die Hauptverursacher? Und zwar einerseits Mobilität versus Industrie versus auch was Länder global betrifft, ist es immer auch so. Also diese Veränderungen im Klima, die werden ausgelöst und das ist inzwischen auch wissenschaftlich unumstritten, sie werden ausgelöst durch veränderte Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Und dieser zusätzliche Input, der zusätzliche Eintrag von Treibhausgasen in die Atmosphäre wird durch uns Menschen verursacht. Und wie? Dadurch, dass wir fossile Brennstoffe verbrennen in erster Linie, nicht ausschließlich, auch die Landwirtschaft oder das Abbrennen von Regenwäldern und so weiter, auch das führt zu einer Zunahme von Treibhausgasen in der Atmosphäre. Aber so ungefähr 90%, also 9/10, gehen etwa auf die Nutzung fossiler Energien zurück. Und wobei tun wir das? Das tun wir alle. Das sind also nicht ein paar Industrien, die da die Bösen sind. Natürlich, es gibt Industrien, die besonders viel Treibhausgase in die Atmosphäre setzen, zum Beispiel Stahlproduktion. Aber im Grunde sind es wir alle, dadurch, dass wir eben mit Autos fahren, die einen Verbrennungsmotor haben, der auf Benzin oder Diesel beruht oder dass wir unsere Wohnungen heizen. Aber natürlich auch dadurch, dass wir Produkte kaufen, bei deren Erzeugung Treibhausgase beigesetzt werden. Und letztlich geht ein Gutteil der Treibhausgase auf Energieerzeugung zurück. Das ist jetzt nicht nur der Strom, den wir verwenden, sondern auch die Energie, die die Industrie braucht oder die Produktion braucht. Das heißt, es geht um die, woher beziehen wir alle, auch die Industrie, ihre Energie her? Und das ist derzeit noch in einem ganz hohen Maße fossile Energie. Das heißt, das ist in ganz hohem Maße Kohle, Öl und Gas. In Europa vor allem Öl und Gas. Aber in manchen Ländern, wo die Kohlevorkommen reichlich sind, spielt die Kohle auch noch eine ganz wichtige Rolle. Das gilt zum Beispiel für Australien, gilt aber auch für Amerika zum Beispiel. Und wenn man sich jetzt anschaut, naja, welche Länder tragen denn am meisten bei? Ja, dann sind es logischerweise einmal die Großen, nicht? Also große Länder wie China oder wie Amerika tragen natürlich sehr viel bei. China jetzt schon mehr als Amerika. Wenn man es aber
durchdividiert durch die Zahl der Menschen, die dort leben, dann sinkt China wieder deutlich herunter, liegt deutlich auch hinter uns. Aber natürlich das große China, wenn das nicht mehr emittieren würde wie das kleine Österreich, wäre das ja ein Wunder. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch, wofür verwenden Sie Ihre Energie? Verwenden Sie sie dafür, dass Sie, die Zähne elektrisch putzen und das Brot elektrisch schneiden? Oder verwenden Sie, um Produkte zu erzeugen, die wir dann kaufen? Und das ist halt zu einem großen Teil der Fall, dass viele von den asiatischen oder von den Schwellenländern, auch Entwicklungsländer, Produkte erzeugen, die sie eigentlich für uns erzeugen. Also eigentlich müsste man uns diese Treibhausgasemissionen zurechnen. Das wird aber international nicht so gehandhabt, weil es viel leichter ist zu schauen, wo wird die Energie eingesetzt, als wohin geht das Produkt dann und wer verwendet es. Daher werden die Energien dort oder die Treibhausgasemissionen dort zugerechnet, wo sie entstehen. Das führt bei uns auch dazu, dass wir zum Beispiel, dass uns Österreichern angerechnet wird, was in Österreich an Tankfüllungen verkauft wird, obwohl viele von diesen Tankfüllungen dann nicht in Österreich verfahren werden, sondern weil Treibstoff bei uns billiger ist, viele auch Frechter eben schauen, dass sie bis Österreich kommen, hier voll tanken und dann weiterfahren nach Italien oder sonst wohin. Und wir empfinden das immer als extrem unfair. Kann man so sehen, aber dann muss man sagen, dann ist es auch unfair, dass die Produktion von all diesen vielen Elektrogeräten oder was wir sonst alles kaufen, die in China passiert, dass das den Chinesen angerechnet wird. Wenn man versucht, das in Relation zu setzen und richtig zu berechnen, dann kommen wir in Summe besser draus, als es uns eigentlich zusteht. Wir müssten ungefähr noch 50% mehr Treibhausgasemissionen uns zurechnen lassen, wenn wir so konsumbasiert agieren würden, statt produktionsbasiert. Ich habe zwei noch spezifische, bevor wir jetzt zur Corona- oder zur Covid-19-Pandemie-Frage kommen, zwei spezifische Aspekte noch. Das eine ist der Begriff klimaneutral, was das eigentlich bedeutet oder was das für ein Ziel ist, das man da anstreben könnte. Und das zweite ist dieser Aspekt des Streamens, den man immer auch diskutiert im Zusammenhang mit den ökologischen Problemen. Mhm. Wir bringen Treibhausgase in die Atmosphäre ein, aber es bleiben nicht alle diese Treibhausgase in der Atmosphäre. Sie haben ein ziemlich langes Leben in der Atmosphäre, vor allem CO2. Aber ein Teil davon wird aufgenommen von den Pflanzen zum Beispiel. Die Pflanzen brauchen CO2 zum Wachsen. Und ein Teil wird aufgenommen von den Ozeanen. Auch das Wasser nimmt CO2 auf. In Summe Pflanzen, Boden und Wasser, so knapp die Hälfte von allem, was wir in die Atmosphäre einbringen. Und es bleibt nur die Hälfte in der Atmosphäre drinnen. Wenn wir jetzt wollen, dass weniger in der Atmosphäre drin bleibt, dann können wir entweder weniger hineintun, das wäre sehr sinnvoll und ist auch notwendig, aber wir können natürlich auch schauen, dass mehr aufgenommen wird. Das heißt, wenn wir aufforsten und sozusagen die Pflanzendecke verstärken, dann ist das ein Entzug von CO2 aus der Atmosphäre. Und wenn wir davon reden, dass Österreich bis 2040 netto null Emissionen haben will, dann heißt das, dass wir nicht mehr in die Atmosphäre einbringen wollen, als die Natur oder technologisch, was ich sehr fraglich finde, aufgenommen werden kann, wieder aus der Atmosphäre entfernt werden kann. Das heißt, in Summe geht nicht mehr in die Atmosphäre, wie hinausgenommen wird. Und wenn man versucht, das zu quantifizieren, dann kommen die Abschätzungen für Österreich sozusagen, wie viel können wir in Österreich auf natürliche Weise durch Aufforstung, durch andere Landwirtschaft und so weiter, wie viel können wir hier binden an CO2, dann ist das irgendwo bei 5-10%. Vor der großen Borkenkäferkalamität der letzten Jahre waren die Schätzungen ein bisschen höher. Jetzt, weil wir wirklich Probleme haben, den Wald wieder aufzubringen, sind sie vorsichtiger geworden, die Schätzungen. Aber es spielt natürlich die Versiegelung der Fläche eine wichtige Rolle. Das heißt, wenn ich überall Straßen baue und Plätze und Einkaufszentren baue, dann habe ich weniger Boden, der Kohlendioxid aufnehmen kann. Und natürlich spielt auch die Art der Landwirtschaft eine Rolle. Eine Landwirtschaft, die Humus aufbaut,
das heißt, die dafür sorgt, dass mehr Kohlenstoff im Boden gebunden wird, ist logischerweise klimafreundlicher. Und das ist ja eines der wesentlichen Charakteristika der biologischen Landwirtschaft. Zum Streamen vielleicht noch ein Wort, dann sind wir schon, sozusagen haben wir die ganze, unter Anführungszeichen, Einführung ins Thema schon. Ja. Die Mobilität spielt eine ganz große Rolle als Treibhausgasproduzent. Also unser Herumfahren mit lauter individuellen Fahrzeugen verursacht einen wesentlichen Anteil unserer Treibhausgasemissionen. Wir liegen also so größenordnungsmäßig bei einem Viertel der Treibhausgasemissionen, ein bisschen weniger, durch Mobilität. Und da ist es irgendwie, liegt es nahe und insbesondere in den jetzigen Zeiten liegt es nahe, dass man sagt, naja, fahren wir nicht so viel herum, nützen wir das Internet. Und das ist grundsätzlich auch richtig. Die Frage ist natürlich immer eine Frage des Ausmaßes. Denn auch das Internet ist nicht emissionsfrei. Und es ist vor allem auch nicht ressourcenfrei. Das heißt, wir brauchen natürlich Energie. Und sozusagen je mehr Information wir übermitteln wollen, desto mehr Energie brauchen wir. Und desto größer müssen die Serverzentren sein, desto mehr Serverzentren brauchen wir. Das heißt, desto mehr Energie und desto mehr Ressourcen brauchen wir. Deswegen macht es Sinn, auch beim Internet sparsam umzugehen. Und es ist wesentlich vernünftiger, sich sozusagen im Paket einen Film schicken zu lassen und den dann am eigenen PC anzuschauen, als sich sozusagen jedes einzelne Bild übertragen zu lassen. Das ist viel, viel aufwendiger. Und daher ist das Streamen natürlich eine Belastung der Umwelt. Und so angenehm es ist, ich denke, das wäre sozusagen ein notwendiger Schritt, auch vom Gesetzgeber her, dass gewisse Sachen einfach auch downloadbar sein müssen, und zwar in einer komprimierten Form, sodass diese zusätzliche Energie, die wir brauchen, und die zusätzlichen Ressourcen, die wir brauchen, um das Streamen zu ermöglichen, um die zu minimieren. Jetzt ist in der Zeit der Covid-19-Pandemie, da gibt es jetzt schon ganz, glaube ich, brauchbare oder zuverlässige Kalkulationen, die Emission der Treibhausgase stark gesunken. Bei CO2 sprechen die Leute von 5 bis 5,5% weltweit. Ist das eine Zahl, die real ist? Und wenn ja, durch welche der Komponenten, die wir jetzt angesprochen haben, wo hat sich es am meisten minimiert und wo sozusagen waren die größten Auswirkungen? Ja, ich glaube, die Zahl ist schon real. Das hat natürlich weniger mit der Pandemie, sondern mehr mit den Maßnahmen zu tun, die gesetzt wurden, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Und das hat natürlich ganz stark sowohl die Mobilität betroffen. Ich meine, wir lesen jeden Tag davon, dass Fluglinien in Schwierigkeiten sind. Und wir haben sie auch beobachten können. Der Himmel war einfach herrlich blau. Kein Kondensstreifen zu sehen, weit und breit. Das war eine Folge des Lockdowns und dass die Flugzeuge eben wirklich am Boden geblieben sind. Aber es hat natürlich auch viel weniger Verkehr gegeben. Ich glaube, das wird jeder, der sich trotzdem irgendwie auf den Weg machen musste, bemerkt haben. Obwohl die Leute die öffentlichen Verkehrsmittel gemieden haben und zum Teil immer noch meiden, hat es trotzdem weniger Individualverkehr auch gegeben, weil die Leute einfach zu Hause geblieben sind. Das heißt, das gilt nicht nur für uns, sondern das gilt durchaus weltweit. Und das hat natürlich Auswirkungen. Also der ganze Mobilitätssektor war ein ganz wesentlicher Teil. Und es sind natürlich auch Produktionen reduziert oder eingestellt worden. Also dort, wo die Arbeitskräfte nicht mehr in die Firmen durften oder konnten, ist das natürlich ausgefallen. Man darf sich nur keinen Illusionen hingeben. Diese Reduktion ist eine zeitlich sehr begrenzte. Und wir sehen es ja in Österreich, wie schnell sich das alles wieder normalisiert. Und für das Klima ist eigentlich nicht so wichtig, wann wie viel emittiert wird, sondern wie viel kumulativ emittiert wird. Also wie viel sozusagen sich aufbaut, eben weil die Lebensdauer in der Atmosphäre sehr lang ist. Und das heißt, wir werden am Ende des Jahres diese Reduktion fast nicht spüren. Also für die Temperatur wahrscheinlich überhaupt nicht. Es ist nämlich so, dass wir, ich habe vorhin gesagt, ungefähr die Hälfte der Treibhausgase bleiben in der Atmosphäre. Und wenn wir jetzt von dieser Hälfte 5 oder 10%, wenn wir es entsprechend umrechnen, wenn wir davon 10% abziehen, dann sind es immer noch 40% mehr als die
als die Natur entnehmen kann, diese Atmosphäre. Das heißt, wir sind immer noch in einem Modus, wo die Konzentrationen steigen. Das heißt, die Treibhausgaskonzentrationen werden auch im Corona-Jahr weiter steigen. Und wir haben ja auch schon die ersten Zahlen. Es ist ganz eindeutig, dass die Emissionen, dass die Konzentrationen weiter steigen. Das heißt, für das Klima direkt hat es wenig bewirkt. Die Hoffnung bleibt, dass es in den Köpfen was verändert hat und dass man vielleicht gelernt hat, dass man eben nicht jede Woche zu einer Sitzung irgendwo hinfliegen muss, sondern dass man da sehr viel auch auf kurz, also in kurzen Einheiten über Internet zum Beispiel machen kann oder dass viele Fahrten überhaupt überflüssig sind, dass man manches zusammenlegen kann, dass man kombinieren kann, dass man das eine mit dem anderen verbindet oder dass ja, man vielleicht vieles gar nicht braucht. Also ich glaube, es kann sehr viel bewirken in Richtung auf unser Verständnis und unsere Einsicht, dass wir die Natur nicht in dem Maß ausbeuten dürfen, wie wir das bisher getan haben. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das von selbst einstellt, sondern ich glaube, dass das tatsächlich auch in gewissem Sinne thematisiert werden muss. Sowohl von der Politik als auch von den Medien, als auch natürlich von der Wissenschaft, dass man die Menschen darauf aufmerksam macht. Was war jetzt anders? Warum war es anders? War es unbedingt schlechter? Es gibt natürlich Sachen, die wir nicht beibehalten wollen. Und es gibt andere Sachen, die wahrscheinlich sehr sinnvoll sind, beizubehalten. Ich habe eine konkrete Frage noch zu dem Punkt. Die Kyoto-Protokolle, das Kyoto-Protokoll sieht ja vor, dass man sich sozusagen bestimmte Ziele setzt und diese dann auch umsetzt und einhält. Hat darauf jetzt die Covid-19-Pandemie zum Beispiel die Chance, dass die eingehalten werden oder ihre weitere Entwicklung irgendeinen Einfluss? Also das Kyoto-Protokoll ist ja an sich ein Protokoll, das eine Zielvorgabe für die Jahre bis 2015 gibt. Und das ist ja abgelöst worden durch das Pariser Klimaabkommen. Und das Pariser Klimaabkommen hat ganz klare Ziele. Das hat das Ziel, dass die Temperatur sich um nicht mehr als 2 Grad, genauer gesagt heißt es well below, also deutlich unter 2 Grad Erwärmung gegenüber vorindustriellem Niveau hält, also dass wir das nicht übersteigen. Und es hat dann nachher im Jahr 2018 noch einen Bericht des Weltklimarates, des IPCC, gegeben, der zeigt, dass die zweite Bestimmung bezüglich Temperatur im Pariser Klimaabkommen, dass man versuchen wird, 1,5 Grad einzuhalten, dass die ganz, ganz wichtig wäre, weil der Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad ist enorm. Das heißt, es ist aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich so, dass das Pariser Abkommen sagt, wir dürfen 1,5 Grad Erwärmung nicht überschreiten. Wir haben jetzt global schon 1,1 Grad. Das heißt, da ist nicht mehr sehr viel Spielraum. Da sind 0,4 Grad noch Spielraum. Und die Länder haben sich verpflichtet, regelmäßig Pläne vorzulegen und eigentlich Verpflichtungen einzugehen, wie viel sie bis wann reduzieren werden. Das ist nicht vorgegeben, das macht jeder für sich. Natürlich in der EU macht es die EU gemeinsam. Aber jedes Land gibt sozusagen nach eigenen Ermessen vor, was sie beitragen können. Und das, was derzeit an Vorgaben da ist, reicht nicht, um diese Ziele zu erreichen. Also wenn die Länder das einhalten, was sie versprochen haben, dann werden wir Ende des Jahrhunderts ungefähr bei 3,6 oder so Grad Celsius Erwärmung sein. Und das ist deutlich über den 1,5, die zulässig sind oder zu denen wir uns verpflichtet haben. Wenn man es juridisch streng nimmt, dann haben wir uns zu den 2 Grad verpflichtet. Aber ich glaube, es wird jeder einsehen, dass die Wissenschaft einfach inzwischen mehr weiß und 2 einfach schon zu hoch ist. Das heißt, wir sind weit entfernt davon, das zu erreichen, was de facto heißt, dass alle Länder nachbessern müssen. Das ist auch vorgesehen im Abkommen. Es ist vorgesehen, dass man nachbessern kann, aber nicht schlechter werden kann. Man kann nicht weniger versprechen, als man vorher versprochen hatte. Das geschieht leider sehr zögerlich. Also wir brauchen uns ja nur Österreich anschauen. Wir haben zwar jetzt ein Regierungsprogramm, in dem steht klimaneutral bis 2040. Das ist gut. Ob es für Paris reicht, sei mal dahingestellt, weil die Industrienationen natürlich eigentlich schneller dran sein müssten als die Entwicklungsländer, denen man noch eine gewisse Ausweitung ihrer Emissionen wird zugestehen müssen. Aber wir haben also ein Ziel, ein an sich gutes Ziel.
es ist auch ambitioniert. Man kann nicht sagen, das lässt sich so mit der linken Hand erledigen. Das ist wirklich ambitioniert. Und es wäre jetzt nach der Corona-Krise wirklich der richtige Zeitpunkt, alle diese Gelder, die der Staat in die Hand nimmt, um die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen, gezielt so einzusetzen, dass tatsächlich auch Klimaschutz betrieben wird, dass wir dieses ambitionierte Ziel auch tatsächlich erreichen können. Und das passiert leider nur zu einem geringen Maße. Also es wird einfach noch nicht mitgedacht. Es müsste jeder, der mit irgendeinem Vorschlag kommt, setzen wir Geld dafür ein, müsste gleich mitdenken, hilft das, das Pariser Klimaziel zu erreichen oder hilft es nicht? Und wenn es nicht hilft, dann muss man sich in Frage stellen, insbesondere wenn es dagegen läuft. Also wenn wir jetzt Wirtschaftszweige subventionieren und fördern, die ohnehin keine Zukunft haben. Das macht einfach keinen Sinn. Umgekehrt könnte man jetzt natürlich mit diesem Geld Impulse setzen, die dann völlig neue Gebiete eröffnen, die Arbeitsplätze schaffen. Es geht schon um Arbeitsplätze, natürlich, aber die irgendwie die ganze Entwicklung in die richtige Richtung treiben. Und dazu hat es, glaube ich, zum Teil an vorausschauenden Überlegungen im Vorfeld gefehlt. Ich meine, es ist vollkommen klar, dass in einer Krise und wenn Menschen dastehen und nicht wissen, woher sie ihr Essen morgen kaufen sollen, dass man dann nicht in erster Linie an Klimawandel denkt. Also ein bisschen hat es an dieser Vorausschau gefehlt, aber es fehlt natürlich auch an der breiten Einbindung, sowohl der Wissenschaft als auch der Bevölkerung, weil ich glaube, da kämen sehr viele gute Ideen. Und dazu braucht es aber einen Weitblick und eine Offenheit und ein Loslösen von ideologischen Vorstellungen. Ich meine, da ist ja ohnehin so viel draufgegangen. Also viel von den Ideologien oder viel von den unerschütterlichen Wahrheiten wie Wirtschaftswachstum ist das höchste Ziel oder der Staat darf nicht eingreifen. Alles das, was uns ununterbrochen gepredigt wurde, ist ja über den Haufen geworfen worden und zu Recht über den Haufen geworfen worden. Das heißt, nützen wir doch diesen Zustand, wo alles sozusagen gestaltbar ist, um es wirklich so zu gestalten, wie es notwendig ist, um in eine gute Zukunft schauen zu können.